Ahoi Leute und willkommen zurück zu diesem wunderschönen Spiel, das Todes sterbendes Licht heißt, mit Krischen und mir und Krischen und Krischen. Ah, ein paar haben inzwischen aufgeholt. Ja. Ah, ich nice. Frage, wie lange sie bleiben. Ich werde es nicht wissen, ich sehe sie nicht, sind immer hinter mir. Okay, wir können nicht treten, weil wir im gesicherten Bereich sind. Wir kommen die Augen nicht von dem raus, Jungen. Ne? Müssen wir mit dem Jungen eigentlich noch irgendwas machen, oder? Ich glaube, wir haben ihm gesagt, dass wir ihn holen, nachdem wir seine Mutter gerettet haben oder so. Ah, irgendwas in die Richtung. Das überschneidet sich. Wow, empty. Ja, bei mir war ein Schmeckel drin. Oh, mir nicht. Was Süßigkeit. Ich bin mich verarscht. Süße Betthupferl. Genau. Was zum Fick war das gerade? Wir haben Aufgaben. Wir müssen zu Salim. Ich weiß nicht, was die Hauptquest ist. Was ist denn die Hauptquest? Salim Savarin. Ne, Moment, das ging anders. Okay, das ist anscheinend. Wo ist meine Mutter? Die Mutter, das ist eine Nebenquest, das ist unsere Hauptquest. Ah. Ist das ein Mensch da vorne? Wo? Wo? Der da. Mensch. Moment, wie war's mit dem Ping nochmal? Das sieht aus wie ein Mensch, ja. Nee, obwohl der meint. Hallo, ich wollte dich wegtreten. Doch, ich wollte gerade gerade runtertreten. Gönn doch. Ich hoffe, es waren weniger. Bleib liegen. Der lebt ja immer noch. Jetzt nicht mehr. Ist der Kopf. Ja, ich glaube, das hat sich jetzt in der Tat erledigt. Pardon. Die Luft kommt wieder raus. Wir wollten zu Salims Haus. Hier ist irgendwie so ein Runner-Typ. Hier, die wütenden Zombies, die Infizierten. Lass einfach weglaufen. Oh, wie ist er denn da? Ist er hin? Ach Gott. Schon wieder ein GRE-Paket. Es wirkt nicht, als würden wir durchkommen. Ich habe mir einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht, um einfach stehen zu bleiben. Ja, am besten nicht da drin stehen bleiben, weil da können wir nicht weiter. Oder? Appa! What was that? Hä? Was ist denn los? Hallo? Irgendein in weiter Ferne war zu hören. Achso, das ist hier. Also ich habe ja auch so einen Marker irgendwie. Na dann, hast du ihn auch so einen weißen? Irgendwas. Ja, ich auch. Ja, F benutzen. Wo bist hier du kann da? Man reingehen. Achso, du bist oben. Bonk. Hallo. Hallo, ist hier ein Secret oder was? Do not know, aber ein elektronisches Bauteil ist auf jeden Fall hier. Und Stromkabel. Und eine Sprühdose und ein Koffer. Klinge. Ja, okay, können wir nicht aufmachen. Dann mal los zum GRE-Paket und gucken, ob wir es bekommen. Ansonsten gehen wir direkt zu Salim durch. Ja, das klingt gut. Aber so ein paar Reisleute verprügeln. Ach, das klingt doch schon gut. Wait. So wie ich es gesagt habe, klingt es, als würde ich Asiaten meinen. Hä? Meinte ich nicht. Hä, das ist rassistischer, wenn du das sagst. Reißleute ist ja eher, ist ja auch schon wie rassistisch. Aua. F. Juma sind weggefeuert. Das sah richtig verpackt aus. Wow, what the? Nicht aufstehen, sterben. Erhalten. Ich paddle den Arsch von einem Zombie. Ich weiß nicht, irgendwie, das fühlt sich nicht adäquat an. Ja, das fühlt sich sehr adäquat an, meinst du? Da sind Reis, Leute. Fair point. Bonjour, Dropkick. Ah, jetzt krieg ich ein paar Stiche. Ach, ist der ausgewichen, der Wichser? Glaube ja. Au. Oh. Ich find's gut, dass es dir einfach. Wie kann ich nochmal ein Schild benutzen? Boah, das weiß ich nicht, das habe ich nicht geskillt. Oh, ich habe seinen Arm entfernt. Ihr Schild. Oh. Au. Ach, du hast mich getreten. Au. Uah. Oh, ich bin fast tot. Mensch. Au. Ja, Mittelmaus hast du, das ist okay. Ja, ich bin gerade über den drüber gesprungen. Ich wollte den Dropkick gegen, aber bin einfach nur in Luft gelandet. Tschö. Irre. Auweia. Okay, ich bin schon wieder fast tot, geil. Irgendwie krieg ich ihn mega auf die Fresse, muss ich sagen. Ah, ja Gott, Zombie, piss dich. Oh je, ich brauche ein Haar. So. Schön weggefeuert. Wunderbar. So, suchen.
Ich möchte bitte seinen Beil haben. Ich habe irgendwas von einem von denen aufgehoben. War das nicht so, dass die Waffen für uns beide da liegen, oder war das nicht so? Ich glaube, das war explizit nicht so aus irgendeinem komischen Grund, aber ich kann dir gerne das eine droppen, was da bei mir lag. Okay. Erstmal sammeln wir jetzt das Katastrophenpaket und das medizinische Material ein. Das klingt ja schon mal gut, ja. Oh, Fackeln. Konnte man sich irgendwie anzeigen, was auf dem Boden liegt? Hast du eine Taste? Ah, da ist ein einfaches Beil. Ich hab's schon. Q, glaube ich. Okay. Sieht so aus. Ich habe ein Beil mehr. Ich habe ein Beil mehr. Oh. Ich benutze aktuell eins und dann habe ich jetzt eins noch aufgehoben, was der Typ da gedroppt hat. Sehr gut. Ich muss noch skillen. Das gehen wir mal kurz. Fertigkeit. Kann ich vielleicht wieder aufholen. Mehrfachwurf interessiert mich weniger, ne? Aha. Schadensboost. Das ist cool. Ground Pound ist mir nicht so sehr. Stomping. Stomping ist immer geil. Aber ich glaube, ich nehme den Fokus, dass ich einfach mehr Schaden den Gegner mache, wenn ich drauf spamme. Ich glaube, das wird auch für die Reis-Leute helfen. Und für Unhold ist das auch gut. Achso, ich dachte, ein Fokus zum Reinkackern. Okay. Das verstehst du nicht. Du bist nicht auf okay, Brudi Mongo? Hol das nach. Oder was? Ich bin über dich gesprungen gerade, what the fuck? Der Based. Ist das so ein Reddit-Ding? Ja. Ja, ich bin kaum noch Reddit. Mein Beileid. Oh nein, glaub mal. Immer wenn ich aussehe, immer, dass die Öffnung ist genau der gleiche Scheiße, auf der da vorher auch schon war. Autsch. Okay, ja, das, ja, da wäre ich dann auch geliefert. Das ist fühlbar. Salims Haus, ich weiß mir, das war hier, okay, steht Salims Workshop, das ist Day, okay. Ich glaube, du musst herkommen. Ich bin. Okay, jetzt geht's. Achso, okay. Salim, we need to talk. Go away. I'm armed, so you better get the hell out of here. Hey, ich bin auch arm, ne? Aida? Aida? Well. Her daughter says you have antizin. I don't know anything about this. It has nothing to do with me. Salim, I'm not leaving without her. Oh yeah? So you want to have a party? How about I invite some more guests? Oh, dieser Bengel. Dieser Nuttenbengel. Das ist aber unhöflich von dem. Ja. Klopf, klopf. Eliminiert sich infiziert. Nee, warum denn? Kann man da oben rein? Oh. Hey, what the fuck, der ist gerade über den Zaun geklettert, dann wollte ich einen Dropkick und hat er sich zurückgeglitscht. Er ist einfach rückwärts den Zaun wieder hoch. Es sind halt Zombies, ne? Oh, der ist gerade runtergefallen. Wir sind hier nicht in DayZ oder so. Are you sure about that? Ich glaube ja. Du machst das schon. Dropkick. Ah. Kein Dropkick? Au. Wechselnde Tabulator-Taste, okay. Das war ein Kopf gewesen. Aua. Auf zu dodgen? Du bist ein Zombie. Also ein Infizierter, ja, aber auf zu dodgen. Au. Das heißt, dass wir hier mal so dodgen. Ja, richtig. Zigaretten, okay. Ich find's ein bisschen schade, dass man F halten muss zum, also zum Durchsuchen, aber nur einmal F drücken muss, um diese Loot-Pakete aufzusammeln, wenn die Zombies despawnen. Ja, doch, sehe ich. Das ist eine Ungereimtheit. Auswählen, ja, ich möchte mal einfaches Beil bitte auf meinen einfachen Beil-Slot packen, damit ich ein einfaches Beil habe. Denn ich bin ein Beil-Freund. Das ist die Frage. Achso, eliminieren Sie die Infizierten. Ich sehe ja, es hier grad. Sind noch welche. Okay. Ich suche. Ah, da drüben bist du. Und die Infizierten auch. Au. Au. Ich bin tot. Junge, die hauen mir richtig auf die Fresse. F. Bin kein großer Fan davon. Ja, verstehe ich. Das Spiel versucht, das Freerunning mehr zu pushen, I guess. Ja, aber ich weiß nicht, was du hier mit Freerunning machen willst. Rumrennen. Springen. Fick dich und dein Beil. Oh. Ich glaube, ich habe ihn enthauptet.
Das Ball ist einfach das Ball. Ja. Ja. Nicht mehr. Das ist in der Tat übrigens verschwunden. Ah, okay. Doof. Also, das hat nur einer von uns. Hm. Ja, vorher bei den bei Reisleuten. Ich glaube, du kannst auch schon zwei Sachen genommen. War das? Du kannst übrigens den linken auch noch, den rechten auch noch knacken. Oh ja, da ist ein. Das ist, okay, ja, dann mache ich das nochmal. Aha. Kosmetika, oh. Okay. Klick. Gladiator, was? 144 Schmeckels nur bei mir. Hier ist eine Werkbank, sieht so aus, als würde die direkt aus Dead Island kommen, aber ist nicht benutzbar leider. Ja, ich habe mir das tatsächlich auch gedacht. Ich bin da vorher hingegangen und hab die kurz angeguckt. Ich dachte, ich vermisse Dead Island. War ein lustiges Spiel. Ein bisschen. Ich hätte gerne mehr Knochenbrüche hier, aber fairerweise, der Dropkick reißt viel. Also was noch cool wäre, wenn man einfach Zombies weitest einfach die Arme abschlagen kann. Ja, definitiv. Noch weiter nach oben, oder? Verpasse ich hier gerade irgendwas? Tür auch nicht. Ich dachte, die rote Tür führt uns weiter, aber anscheinend nicht. Ja, nee. Ah, hier ist was. Hä? Hier ist ein Schrank. Und dann sollen wir in den Keller. Oh, oh, ah, ich komme nicht mehr runter. Da, okay. Fritzelleder. Ja, ja, Gott. Oder wieder ein bisschen krampfelt, Alter. Bonjour. Klar. Ja. Oh, da habe ich schon Ideen. Ich nicht. Müssten wir doch aus Dead Island eigentlich gelernt haben schon. Oh ja. Kein Spiel ohne Rape von Techland anscheinend. Ja. What am I going to do? We can't stay in the village. Harun will throw us out again. You're going to take your kids and go to the tower. I want you to find a doctor there named Lena. Tell her that Crane says to take care of you, and that he'll make sure there's enough antizin for you and your daughter. You are Crane? Yeah, yeah. No, Crane. I'm not Crane. Go back to Jamil. He's waiting for you. Yasmina's with your sister. Thank you for being kind to me. I didn't think there was any kindness left. Understandable. Oh ja. So, das haben wir jetzt gemacht. Steht irgendwie komisch da. So leicht nach vorne gelehnt. Die müsste eigentlich umfallen. Hm. Bringen Sie das eingesammelte Geld zum Stützpunkt. Das machen wir noch nicht. Ich würde sagen, als nächstes machen wir jetzt die Sicherheitszone, die neu gekommen ist. Klingt soweit gut. Missionshilfe folgen können. Können wir danach das Mitternachtskraut machen? Wir müssen immer noch eine Waffe finden. Mitternachtsbraut. Kräuter. Was habe ich gesagt? Mitternachtskraut. Du hast es kombiniert. Achso, ja, Mitternachtskraut. Effizienter gestaltet. Ist das wie dieses Brautkleid bei Blaukraut? Ja, ich kann es nicht mal einmal aussprechen. Junge, hier weggekickt. Und gibt ein paar Stiche auf die Beinchen. Steht der auf? Schön. Moment. Achso, er stompt ihn gerade. Ich dachte, du stompst ihn. Ja, nee, das ist... Ach so. Zerstörer, geil. Na, Attentäter. Das klingt auch ganz gut. Ich wollte nämlich gucken, ob der Zombie wieder aufsteht, wenn er einen Fuß weniger hat. Ah. Und der hat allen was, wenn du ein Bein entfernt hast, also ein halbes Bein oder sowas, dann war immer Ende mit den Zombies, sind die nicht mehr aufgestanden, aber... True. Kann ich noch nicht einsetzen, okay. Ach so, ich wollte... eine Fertigkeit noch einen Überlebenspunkt irgendwo hinsetzen. Okay, der Zombie macht jetzt was mit einem Bein. Hm. Okay, schleppt sich einfach noch langsam nach vorne. Wo kommst du denn her? Ich stehe neben dem Zombie, der einfach chillt. Oh. Okay. Also, legit. Ich seh's. You chillin', Bro. Und da unten ist der Zombie, der ein Bein verloren hat. Wo? Unter dir. Oh, ach da, hi, ja. Der zieht sich voran, aha. Das ist ganz lange. Bist du? Oh, ich habe ihn berührt. Das war ein Fehler. Ah, und jetzt greift er auch wieder unten an. Einfach den Kopf zertreten, auch eine gute Sache. Ja. Habe ich eigentlich einen neuen Skillpunkt bekommen? Nee. Aber wir brauchen einfach extrem. Wir brauchen jetzt schon 40.000 fürs nächste Level. Ich dachte, mit den 5.000, die wir gerade bekommen haben, sind wir schon 30 Mal gelevelt oder sowas.
Aber nö. Es wäre schön, aber anscheinend nein. Du schon wieder 3 Kilometer weg von mir. Ich bin gerade losgelaufen. Sag ich ja. Okay, hier ist der Turm, wo wir schon mal waren. Wo, also, nee, bei dem waren wir nicht, oder? Hm. How is that my problem? I'm making it your problem. See if you can find them or don't bother coming back. Okay, jetzt haben wir noch eine andere Quest, die wir aktiviert haben, weil wir auf Rückweg sind. Anscheinend, ja. Wo sollen wir denn dafür hin? Aui! Ah! Okay, das. Okay, wir navigieren sowieso zu dem Ort, weil ich den halt erkunden wollte und da ist halt auch die Patrouille. Ach, perfekt. Das ist doch schön, wenn sich das gut überschneidet. Ja. Ich denke, das Spiel, dass es mich auf Umwege schickt, obwohl ich genau das machen wollte. Dummes Spiel. Aha. Ist das dieser serbo-jüdische Doppelbluff, von dem Eric Cartman gesprochen hat? Bestimmt. Oh! Das war keine so gute Idee, muss ich gestehen. Ja, stimme zu. Ich hab mich auch töten lassen, basically. Weiterwählen. Oh nein, ich habe 1400 Überlebenspunkte verloren. Was echt viel ist, das ist gefühlt die halbe Quest gewesen. Das wäre ein Drittel. Oh, bei mir sind es 400. Oh. Naja. Wo zur fucking Hölle sind wir? Ah, natürlich, chillig. Sehr gute Frage. Hm? Ja, im Arsch der Welt. Ach so, ja. Wo zum Fick? Ja, spiel wieder mal. Wir könnten ja nicht irgendwie direkt daneben neu spawnen bei unserem Safe Spot. Nee, nein. Das wäre ja. Nee, Quatsch. Du kannst ja doch nicht bringen. Spielzeit muss doch gestreckt werden. Ja, wichtig. Atmet schon wieder. Nicht atmen, Crane. Night's coming, Crane's coming, everyone's coming. Hoppapa! Suchen Sie in, was mit den Würfen? Achso, hier sollen wir. Hm. Ich habe auf jeden Fall einen Schlüssel gefunden. Ah, da schießt direkt auf mich, okay. Ah! Au! Not yet. Wait a sec. Ich habe ihn, glaube ich, also ich habe ihn entweder getötet oder ich habe ihn für gehittet. Ja, ich sehe ihn jetzt nirgendwo mehr da rumstehen. Echt? Nee, ich glaube, du hast ihn gekillt. Nice. Ja, ich teste mal was, ob ich da hinkomme. Würde ich auch tun. Und eine Gün. Was? Ich habe eine Gun gefunden. Ach, eine Gün. Ah, eine Gün. Und ich krieg meinen Pfeil wieder. Ah, umso besser. Ich habe keine Gön bekommen. Ich habe jetzt ein Sturmgewehr. Holy fuck. Aber hast du auch Ammo? Moment mal. Auswähle. Ja, auswählen. Ich müsste gerne auf den da legen. Also auf 1. Oh ja, ich habe 18 Schuss. Ah, immerhin. Ich finde gut, dass man die einfach tötet. Also mit einem Pfeil vor allen Dingen. Ja, finde ich auch. Funktioniert es bei den anderen dann auch so bei hier den komischen Leutis? Ich würde sagen, Zeit ist rauszufinden, oder? Dafür müssen wir erst ein Paradies, Leute, finden. Ja, okay, stimmt. Ah, ja, okay, ich hab den Umschlag gefunden. Ah. Okay. Wow. Können wir die anderen auch noch rumdrehen und gucken, ob die was haben? Weil ich habe ja einen Schlüssel gefunden, aber keine, keine Tür oder Schloss oder so. Die scheinen nichts zu haben, oder? Oh, Gedärme. Hm, lecker. Geil. Ach, wer ist denn schwer Alex? Was will der von uns? Keine Ahnung. Ich hab nicht mal mitgekriegt, von wo das herkommt. Ich auch nicht, ich hab gesagt, bei der Antenne. Wo wir. Bei der Antenne, oh. Also ich denke mal bei dem Funkturm da oben. Ah! Okay, ja, das ist jetzt, wo du sagst, macht mehr Sinn als das, woran ich dachte.
Ah, hat geklappt sogar. Ich dachte, ich komme nicht hoch. Oh, ja, okay. Brezel. Und jetzt, Brudi, wie soll ich da rüberkommen? Wenn du das unter Strom setzt? Au. So, schon mal nicht. Aber wir waren da schon mal drin anscheinend. Wir haben den Ort schon. Ja, da, der sagt mir auch was. Wir können sicherlich einfach da rüber jumpen oder so. Jo, hier. Ah, genau. Hallo Alex. Ja. Klar. He doesn't understand that sometimes you've got to go along with people who aren't so good. Now he's run off to join Brecken's bunch at the tower. He thinks he's going to be a runner. It's not the safest line of work. He's going to get himself killed. He's not ready. He's too young to be out there. Shouldn't you be looking for him yourself? You don't understand. I make weapons for eyes. If the new ones aren't ready when his people come, me and Christoph are both dead. Well, do this for me. I'll give you something good, something special. Okay? Yeah, maybe I'll ask around at the tower. If I find something, I'll let you know. But if you ask me, your protection seems to have you pretty scared. You should really think about it. Hmm. Okay. Der verlorene Sohn. Genau. Aber jetzt haben wir trotzdem den Ort nicht. Also der Ort, den wir jetzt eigentlich einnehmen wollten, sollten. Ist immer das noch Gebiet säubern? Mann. Da müssen wir mal gucken. Ja. Oh. Das war's mal mit meinem Beinchen. Ripp. Dann gucken wir noch mal, ob wir da jetzt hinkommen. Ah, oh, Beine. Oh. Säubern Sie das Areal. Achso. Ach, jetzt kann man das Ding hier aufmachen. Ich meine, das ging vorher nicht. Areal, Bereal. Sicher zum Freigeschaltet. Oh. Wir haben es geschafft. Das ist doch mal angenehm. Wahrscheinlich sollte das eigentlich ein richtiges Problem sein, die Typen zu töten. Aber Freddy war so dumm, beziehungsweise nicht so dumm, so smart, einfach im Bogen gekauft. Ja. Hier liegt ein Überlebensguide oder sowas. So ein rotes Heftchen auf dem Bett. Kampftagebuch. Ah ja, danke. Ja, genau, ich wusste nicht, wie es heißt. Ich hab's vergessen, ich hab's aber aufgesammelt. So. Fühlbar. Dann ein Nächtle hier machen vielleicht? Ja, sobald die Dunkelheit anbricht. Ach so, ist schon anscheinend. Oder? Bei mir nicht, ne. Aber jetzt können wir bis Sonnenaufgang, genau. Ach so. Eine Stunde später. Okay, wir haben bis zur Nacht geschlafen. Genau. 10 Stunden später. Erst eine Stunde Nickerchen gemacht und dann ganze 10 Stunden reingeschlafen hier. Ja. Okay, dann haben wir hier soweit alles gemacht, glaube ich. Aha. Wir sind hier eh den lang? Ah ja, da hinten. Wollen wir es holen? Ja, warum nicht, oder? Liegt nicht so in der Richtung, wo wir eigentlich hin wollten. Ist halt die Frage, wie nah ist es? Guck mal auf der Karte. Das ist gar nicht so weit weg, ne? Wir holen es einfach mal. Okay. Na dann. Wird schon buzzen. Ey, Alter. Basti. Ninja mit Bogen, Alter. Oh, hier ist noch niemand. Wir waren schnell genug. Oh, nice. Dann kann ich aber nicht die Bogentheorie ausprobieren, ob ich Leute mit einem Kopfschuss töte. Ah, stimmt, ja. Schade. Okay, dann gehen wir jetzt aber tatsächlich zu dem Mitternachtsbrautkraut. Mitternachtsbrautkraut, Alter. Wir sollten, glaube ich, einfach hier straight lang laufen. Das ist, glaube ich, schneller, als wenn wir jetzt den Umweg gehen. Hoffe ich mal. Das wird sich zeigen. Unter anderem, wenn noch mal irgendwie so eine andere Mission noch dazwischen kommt, wie hier mit dem verlorenen Sohn. Ja. Er hat so schön Dropkick gemacht und in den Spikes gelandet eigentlich. Also den hier. Ich hab's gesehen, ja. Hätte eigentlich sterben müssen vermutlich. Oder du bist Ninja. So. I think it's safe to say that Rice isn't the most popular person in town, huh? No, but he is the most feared. You know the old saying? It is better to be feared than loved if one cannot be both. Machiavelli.
Smart fellow, that one. Ja, nicht besonders smart, nee. Hätten überleben, ne? Okay. Being feared sorgt über kurz oder lang dafür, dass du umgebracht wirst. Bist du sicher? Ja. Und wenn du genug Leute totschlägst einfach vorher? Kriegst du irgendwann nicht mehr hin. Bist du sicher? Ziemlich sicher, ja. Zumindest in der Realität. In Videospielen ist es immer ein bisschen was anderes. Videospiele sind lustig. Ja. Hallo. Lenkst von der Realität ab. Oh, Kekse. Joink. Hallo Person. Ich würde gerade totschlagen nochmal, weil ich mich gerade erschrecke. Fucking Zombie. Hier gibt's noch, ich habe da Fechtmeister bekommen und hier ist ein Waffenmod-Ding. Fechtmeister? Ah, da unten ist sogar was auf meiner Karte markiert, diesbezüglich, glaube ich. Was ich komisch finde, oh. Wir haben für die Mission, die wir gemacht haben, hier Salims, hier die Frau retten und sowas, 5000 Überlebenspunkte bekommen. Mhm. Dafür, dass ich diesen Typ da gerettet habe, vor einem Zombie, also einfach einen Zombie geschlagen, hier ist Mull im Schrank bei mir. Haben wir 1700 bekommen, also irgendwie für ein Zehntel der Zeit einfach ein Drittel der Punkte. Ja, ich würde mal sagen, das eine ist berechnet, basierend auf dem, wie weit wir schon sind, leveltechnisch, und das andere ist Fixwert wegen Story. Das kann sein, aber man könnte das, also man kriegt die Mission doch erst recht spät, meine ich, in dem Fischerdörflein. Also wir sind ja noch gar nicht so weit. Ist runtergefallen? Nee, zum Glück knapp nicht. Ja. Okay, vielleicht soll ich den Fallschaden. Ich würde mir auf den Sprinter hier fallen. Oh ja, Sprinter. Honk. Ich bin hier so viel infiziert hier unterwegs. Mit euch will ich gar nichts zu tun haben. Aber die leider mit uns. Unhöflich von denen. Ja. Aua, das war eine Bombe. Nicht auf Bomben fallen oder was auch immer du machst. Ich bin in so eine Spitbombe reingelaufen. Ich habe sie nicht rechtzeitig als solche erkannt. Ich bin gerade gegen ein Auto geklatscht beim Springen. Perfekt. Sah ziemlich dumm aus. Genau so soll's. Ach, literarisch und spielbar, ey. Die Schaukel funktioniert nicht. Das ist. Da geht Klage raus. Ja. Die Schaukel geht auch nicht. Absolutes Dreckspiel. Ja. 0 von 10. Anzeige ist raus, Refund geissued. Wie sieht denn das Raut aus? Ey! Wo kommst du her? Der ist uns die ganze Zeit schon gefolgt, der Volldepp da. Glaubst du, der Kopf ist ab? Upsi. Ich glaube auch. Okay. Lass mich raten, das wächst nur bei Nacht. Aber man kann es nur bei Nacht pflücken, weil es Mitternacht ist. Oh nein. Hat. Das also, kann ich mir so gut vorstellen. Es wird dazu gar keinen Sinn ergeben. Aber. Also ich würde sagen, das ist dieses Kraut hier, weil es halt lila leuchtet. Und kann ich Q drücken? Nee. Also ja, kann ich, aber bringt mir nichts. Machen. Ich sehe hier 1, 2, 3 und 4. Wie viel brauchen wir? Bei mir ist gerade eine andere Quest aktiv. Kann das sein, dass wir es nicht pflücken können, weil die falsche Quest aktiv ist? Eigentlich nicht. 5 Proben, 2 gutes Geld. Blablabla, beste Köder. Nachtsbrautding, blablabla. Ja, man muss nachts hingehen, danke für gar nichts, Spiel. Schön, dass es auch sonst nirgendwo steht, außer da, wo du gerade es rausgefunden hast. Ja, ich hab den Text gelesen. Dann gehen wir mal zurück zu dem nächsten Haus hier. Ist ja zum Glück um die Ecke. Okay. Und dann können wir da ein kleines Nächtle machen. Beziehungsweise ein kleines Tägle machen. Ja, stimmt, in dem Fall ist es ein Tägle. Was war hier eigentlich? War hier nicht auch so ein GI-Paket? Moment, hier waren wir doch schon mal. Ja, doch, hier waren wir. Hier haben wir schon mal Sachen angezündet, unter anderem. Ja, warum ist das. Warum ist hier das GI-Paket markiert? Achso, war hier eine Kiste oder was? Hopp. Halt die Schnauze. Ich hab die Kiste Och nö! Jetzt hat er mich weggeschlagen. Kannst du den mal weglocken vielleicht? Ich arbeite dran. Gott, jetzt kommt hier noch mal Zombie. Der hat mich runtergehauen. Was für ein widerlicher Bengel. Was ist denn los? Also die Waffen machen so wenig Schaden, finde ich. Ja, machen sie auch.
deswegen, es soll einen wahrscheinlich dazu anregen, mehr abzuhauen und weniger zu kämpfen. Ja, würde ich ja machen, aber ich soll ja hier Scheiß holen. Ja, das ist dann wieder ungünstig, sagen wir mal. Los und weggelockt, perfekt, dann kann ich hier rangehen. Weil ich habe gerade das geknackt, war gar kein Problem. Und dann hat er mich aber geschlagen und ich konnte es looten. Okay, wir haben es anscheinend jetzt fertig hier. Den Marker hatten wir ganz Zeit nämlich schon. Willst du ihn halt legen? Opa! Da ist ein extra Zombie. Au. So. Freck. Ach stimmt, ich habe auch noch Dings hier. Ah, ich habe keine Throw-Sterne mehr. Schade. Also ich glaube, ich one-hitte Zombies mit dem Kopfschuss. Geil. Also auch den Unhold habe ich gerade gelegt. What? Nice. Okay, wenn es beim anderen Unhold auch klappt, dann überlasse ich das zukünftig dir. Dann musst du dich aber um die Ads kümmern. Dann muss ich mich um was kümmern? Um die Ads. Bei Bossgegnern nennt man die Additional Gegner hier Ads und sowas. Ich tue das auch gerade versuchen tun. Okay, ich one-hitte die mit dem Kopf. Also ist ja übertrieben gut, der Bogen. What the fuck? Also den einen habe ich komplett OP. Ja, also du musst halt schon noch treffen, das ist halt gar nicht so easy, weil ich habe halt auf den Kopf gezielt und der ist an seiner Brust stecken geblieben. Oh, ja gut. Aber grundsätzlich ist das schon echt nice, vor allem die Pfeile sind ja auch recht günstig und du kriegst 90% zurück. Ich habe jetzt einen gerade irgendwo verloren, ich weiß nicht wo. Ach doch, da ist er ja, perfekt. Oh ja, ich habe keinen Pfeil verloren. Okay. Ich muss mir auch dringend einen Bogen machen. Ich glaube, ich habe den gekauft tatsächlich. Aber wir wollten ins Bettchen gehen, ne? Cool. Oh ja, stimmt, ja. Wo ist denn das Ding da vorne? Ah, hier. Ah, ja, ja. Das ist wirklich nicht so weit weg. Oh, hier gibt's einen Händler, oder? Ja, stimmt. Oh, er hat einen Bogen. Oh. Entschuldigung. Das kann weg. Diesen Lack brauche ich auch nicht, den brauche ich nicht. Da ist ein Bogen. Ich habe jetzt auch den schweren Bewährungsstahlstab mit 200 Schaden von den Gegnern hier. Ah, Fäustel. Okay, die machen ganz schön viel Schaden. Okay, der Bogen auch richtig Schaden. Deutsche 9mm Pistole. Ah, das ist eine Sig Sauer. Ich habe leider nur eine amerikanische hier zur Auswahl. Okay, Fäustel macht Endwurf, das. Pfeile. Wenn du fertig bist, sollten wir mal auf die Uhrzeit gucken. Also auf die da hast du recht. Ein Moment. Das und das. Neu. Okay, die mache ich mir selber. Gut. Dann hoffe ich an der Stelle, euch hat der Part gefallen. Man sieht sich vielleicht beim nächsten Part. Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss.